Shi-Zen heißt auf Japanisch Natur. Diese den Menschen näher zu bringen, das ist die Intention unserer Kandidatin Renate Schnobrich. Als Japan-Gartendesignerin möchte sie Verbindungen schaffen zwischen geistiger Arbeit und einer Wertschöpfung durch die Natur. Als Datenbank-Consultant in der Informatik, da hatte ich einen Trendberuf, das ist ein tolles Image, ich hatte ein hohes Einkommen. Es war ein etabliertes, normales Umfeld, in dem man sehr, sehr gut arbeiten konnte. Ich hatte alles, was man sich wünschen kann. Und Japan-Gartendesignerin zu sein, das ist etwas, das bei uns hier in Deutschland absolut unbekannt ist. Japan ist weit weg, die Sprache ist fremd. Auch das ganze Gebiet, der geistige Hintergrund ist absolut fremd und hat jetzt grundsätzlich, zumindest auf den ersten Blick, überhaupt nichts miteinander zu tun. Und daher, es war ein schwerer Weg. Den sie dennoch beschritten hat. Bei der Gestaltung traumhaft schöner japanischer Gärten ist sie inzwischen Meisterin. Sie versteht es, den Gärten wahrhaft Harmonie zu schenken. Dahinter steht fernöstliches Denken und Einfühlungsvermögen. Die Philosophie zu dem Gartendesign geht davon aus, dass die Umgebung auf den Menschen wirkt. Jedes Ding in unserer Umgebung hat eine Ausstrahlung auf uns. Diese kann positiv sein, die kann negativ sein. Ich kann zum Beispiel einen Baum hernehmen, der kann nichts ausstrahlen oder enorme Kraft und Stärke haben, wenn es ein ganz starker Bonsai ist zum Beispiel oder ein ganz stark gewachsener Baum auf einem Fels. Und diese Ausstrahlung auf den Menschen ist das wichtige Grundelement, eigentlich auch die Motivation für mich, dieses Japan-Gartendesign überhaupt zu betreiben. Ausgleich, Ruhe und geistige Wertschöpfung. Auch westliche Leistungsbereitschaft wird von der Natur beeinflusst. Dies versucht Renate Schnobrich mit der Architektur dieser Gärten zu erreichen. Einklang mit der gestalteten Natur ist die Harmonie aus logischem Verstand und Intuition.